Hallo zusammen. Ich wollte euch heute nochmal ein Projekt zeigen, was ich mit dem Handy Hippocrafts Materialpaket gemacht hatte, mit dem zweiten, was ich bekommen habe. Und ich habe mich bei diesem kleinen Mini-Album an diesem Papier hier orientiert, mit den Billardkugeln. Das letzte Album, was ich gemacht hatte aus dieser Papierserie, war ja das Chevrolet-Album, weil eben auch sehr viel von den Papieren irgendwas mit Auto zu tun hatten. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich mal noch was, was eben mit verschiedenen Spielen zu tun hat. Also Games ist auch ein Thema, was in der Papierserie drin vorkommt. Die nennt sich Wildcard. Und ich habe jetzt eben einfach mal, das ist ja theoretisch ein Album für jemanden, der eben gerne Poolbillard spielt. Und ich habe, das ist ein bisschen ähnlich wie das Album, was ich bei meinem ersten Materialpaket, das waren ja so Weihnachtspapiere, da hatte ich auch zusätzlich zu dem großen Album noch so ein kleines hier gemacht, in rund. Das ist also mit einer Stanz- und Prägemaschine ausgestanzt. Da gibt es so Framelits, das sind so Metallformen, mit denen man eben dann super runde Formen ausstanzen kann. Und jetzt zeige ich euch das kurz. Da habe ich eben das Papier mitverwendet. Teilweise habe ich hier Kugeln aus dem Papier ausgestanzt. Die sind jetzt auch nicht ganz aufgeklebt, sodass man hier was dahinter stecken kann. Und ich habe mir diesen Stempel machen lassen. Den habe ich selber designt am Computer. Also, was heißt designt? Aber ich habe jetzt das mit der Schrift und dem Pfeil halt gemacht. Habe das dann eingegeben, hochgeladen bei der Firma, wo ich das bestellt habe. Die werde ich mal mit unten mit verlinken, weil ich gerade nicht drauf komme. Und da steht jetzt drauf, Foto hier platzieren. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich bei der Kathy Orta von Paper Phenomenon, glaube ich, auf YouTube, die hat irgendwann angefangen in ihren Alben, die sie mal zeigt, die wirklich unglaublich sind und der Hammer, was sie für Alben macht. Und da hat sie eben angefangen, so, also quasi die Bereiche, die für Fotos sind, macht sie meistens immer so ein weißes Stück Papier hin, dass man halt weiß, hier kommt das Foto hin. Und da hat sie eben einen Stempel von irgendwoher bestellt gehabt, ich weiß nicht mehr, das sagt sie in irgendeinem Video, wo drauf steht, Place Foto hier, glaube ich. Und ich brauche es ja in Deutsch. Aber das ist ja ein bisschen schwer, dann sowas zu finden. Und deswegen habe ich mir einfach selber eingemacht. Genau, also wenn man individualisierte Stempel haben möchte, die zum Beispiel hier janasbastelecke.de, den habe ich auch selber kreiert, nachdem, wie es auf meinem Blog auch schon aussieht, mein Logo quasi, und habe mir den gemacht. Also wenn man personalisierte Stempel haben will, dann ist das ganz super. Die kann man sich so Holzstempel einfach im Internet bestellen. Und ich finde, durch diesen Stempel wirkt das gleich noch ein bisschen voller, weil die Fotos fehlen ja noch. Ich habe ja keine Fotos zum Einmachen. Man könnte jetzt einfach, wenn man eh diese Framelits hat, diese runden, um das hier auszustanzen, könnte man natürlich einfach runde Fotos reinmachen. Was man aber genauso gut machen kann, sind eckige kleine. Und da hole ich jetzt mal meine Vorlagen, die ich mir mal gemacht habe. So, da würde zum Beispiel reinpassen 5 x 7,5. Das ist die Hälfte von 10 mal, nein, ein Viertel von 10 mal 15. Genau. Also da könnte man theoretisch am Computer 4 Bilder auf 10 mal 15 machen, könnte das dann entwickeln lassen oder ausdrucken und dann eben dementsprechend zerschneiden. Dann würde das quasi hier reinpassen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob die Hälfte von 9 mal 13 eventuell. Ja, ist ein bisschen zu groß. Okay, also es wäre die Größe oder eben man macht es dann einfach, man stanzt die einfach rund aus. So, und jetzt gehen wir mal kurz durch. Ich habe dann immer eine Seite mit dem bunten und auch strukturierten Papier gemacht. Und eine habe ich weiß gelassen und da immer einfach so eine ausgestanzte Billardkugel. Zum Teil zumindest. Die sind hier, wie gesagt, immer unten offen, dass man da noch was drunter stecken kann. Und dann könnte man hier ein Foto hinmachen. Natürlich kann man auch hier ein Foto hinmachen. Das heißt, wie viele Fotos man wirklich reinmacht, bleibt einem selbst überlassen. Dieses Teil hier ist ein Sticker von dem Stickersheet, was bei dem Paket mit dabei war. Und hier habe ich, das ist aus dem Papier raus, das ist hier so eine
weiße Kugel. Und da habe ich einfach mit verschiedenen Farben und Alphabetstempeln einfach Pool drauf gestempelt. Da habe ich einfach noch ein paar Kugeln draufgeklebt. Das waren bei Kugeln, die jetzt nicht so waren, dass ich die hätte ordentlich ausstanzen können, habe ich einfach die Zahlen mit einer Kreisstanze, mit einer kleinen für die Hand ausgestanzt. Und das ist quasi der Rücken. Und hinten drauf habe ich jetzt meinen neuen Stempel ausprobiert. Ja, das Bastelecke.de, dass man auch weiß, wer das gemacht hat. Ich habe wirklich noch sehr viel übrig von dem Paket. Ich habe also von dieser dicken, festen Pappe hier, habe ich das, was jetzt ein bisschen angerissen ist. Ich habe aber auch noch ein komplettes Teil über. Das heißt, ich könnte da auch locker noch mehr Alben draus machen, wenn ich den wollen würde. So, und dann haben wir diese ganzen Blätter hier. Die sind immer noch übrig und sind überhaupt nicht im geringsten, also da fehlt kein Stück dran. Ja. Das und das, das ist das Sticker-Sheet, da ist auch noch relativ viel davon. Das hier auch noch, also es sind noch etliche Blätter. Dann habe ich halt noch die ganzen angefangenen, auch aus denen kann man ja noch viel machen. Teilweise sind das auch nur noch so. Oh, das hier ist auch noch ein ganzes. Das gehört noch zu den ganzen. Und dann haben wir teilweise hier so Stückchen. Die eignen sich dann auch ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel eben so Scrapbook-Layouts machen will und dann ein paar Lagen übereinander. Hier waren noch die Fotos, die ich benutzt hatte für das Chocolat-Album. Hier sind noch Reste auch von diesem strukturierten, einfarbigen Papier. Ich habe eigentlich von den Sachen, die jetzt in dem Zubehörpaket mit drin waren, diese ganzen Verzierungen hier, da habe ich nicht wirklich was von benutzt. Ich finde halt, dass die hier, das und sowas hier, das ist eher was für kleine Jungs, finde ich. Also da könnte man auch nochmal ein Album machen, was eben eher für Kinder ist, für kleine Jungs, hier die ganzen Knöpfe und sowas. Also es ist noch echt viel davon übrig und natürlich auch noch das Klebeband und das Materialpaket und das andere Album und die Karte, die ich damit bereits gemacht hatte, die werde ich euch nochmal mit verlinken, dass ihr die euch angucken könnt, falls ihr das verpasst habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, falls ihr Lust habt, das nachzumachen, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!